Jetzt brauchen wir noch das perfekte Badeoutfit. Und da ist eine sehr interessante Studie rausgekommen. Je knapper, desto intelligenter die Trägerinnen und Träger. Das finde ich sehr gut, noch interessanter. Mehr als die Hälfte der Männer will am liebsten nackt baden. Auch sehr schön, das alles und mehr lassen wir jetzt mal diskutieren auf Ab durch die Bank. Eine Bank irgendwo, irgendwann. Sie kann immer und überall auftauchen. Wie in sozialen Medien werden hier alle möglichen Themen wild diskutiert. Und alle Generationen nehmen Platz, von jung bis älter. Uns interessieren alle, alle Meinungen, alle durch die Bank. Da haben Sie echt gut gewählt. Eine Studie behauptet, je knapper das Badeoutfit, desto intelligenter der Träger. Kommt auf die Figur an. Was hat das damit zu tun, damit die Badebekleidung knapper ist mit der Intelligenz des Menschen? Stimmt nicht. Doch. Stimmt nicht. Stimmt. Ja doch. Desto knapper, desto mehr braun wird man. Stimmt. Wer wenig anzieht, wird an mehr Stellen braun. Sehr intelligent. Ja, stimmt. Ich bin zum Beispiel FKK-Anhänger. Ich weiß gerade gar nicht, was ich darauf antworten soll, um ehrlich zu sein. Ne? Ich glaube auch nicht, dass Einstein irgendwie kurze Badekleidung anhatte oder sich eine Legging angezogen. Nächstes Thema. 48% der Frauen und 49% der Männer finden, knackig sitzende Badehosen sind ein No-Go. Ja, ich finde das auch nicht schön, weil das Glied dann immer so sehr Nur locker hervorsteht. Und so mag ich nicht so. Fürchterlich nicht, aber es irritiert. So, ob ich nur einem gerade in die Augen gucke oder eine Etage tiefer gehe. Mein Bruder trägt sowas, ich kann da leider nicht mitreden. Er mag es, was soll ich sagen? Ich finde das auch nicht schön. Es ist nicht hübsch, also ästhetisch ist das definitiv nicht. Vielleicht sind deshalb auch 75% der Männer am Strand in Shorts unterwegs. Es kommt drauf an, wie der Mann gebaut ist. Cristiano Ronaldo darf. Der darf das. Nein, der auch nicht. Ich denke, da sind Männer ganz anders gestrickt als Frauen, oder? Die stehen vorm Spiel und denken so, ja. Alles klar. 58% der Männer und 40% der Frauen würden sich gerne im Urlaub komplett nackt sonnen. Oh ja, da gehöre ich zu. Ja. Je nachdem, wie man erzogen ist, hat man halt mehr Schamgefühl. Die heutige Jugend hat halt weniger Schamgefühl. Nein, würde ich niemals machen. Warum nicht? Ich finde einfach, das gehört sich nicht so. Also ich finde, FKK geht gar nicht so persönlich so. Freiheit. Überall kommt Luft dran. Ja. Das ist genau dasselbe wie im Schwimmbad in der Dusche. Man muss nicht alles sehen. Da würdet ihr auch nicht in die Sauna gehen, nackt? Ich habe trotzdem ein Bikini an. Oft ist das ja verboten, aber ich lasse meinen einfach an. Ich bin Saunagängerin. Das ist mir, also, da gucke ich jetzt nicht. Der oder suche. So nahtlose Bräune. Das ist schon ein positiver, genau.